Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Willkommen zurück. Ich habe unser Zeug abgegeben und jetzt springt hier schon wieder alles irgendwie hin und her. Wohin war die Mission denn noch hier? Ich habe keine Ahnung, entweder stimmt damit was nicht. Ich hatte die Mission auch schon in der Basis, aber wenn ich in meine eigene Kiste gucke, was hier das Aufgabenziel ist, dann ist da nichts Besonderes drin, es ändert sich nichts. Jetzt bin ich einfach hier hingedallert zum östlichen Wachposten. So, und hier sind ein paar Atzen. Warte mal, wir müssen, glaube ich, unser Scope mitnehmen. Und ich habe eine neue Schrotflinte. Die hat mir ein Söldner vorbeigebracht. Also ich glaube, dass es Söldner waren. Ich finde, das ist echt schwer zu erkennen, wer da welcher Fraktion angehört. Ich habe auch schon ein paar Stalker weggesprengt mit Granaten, einfach weil ich dachte, das sind Banditen. Da dürfte man auch nochmal dran arbeiten, wenn man wollte. Aber ich gehe davon aus, dass das hier wirklich die fiesen Jungs sind. Gucken wir, ob wir uns vielleicht irgendwie eine bessere Position suchen können. Aber sieht nicht so aus. Wir haben hier elegant eine Betonmauer hingeknallt. Gut. Dann sneaken wir uns mal hier rein. So, Feuermodus war B, glaube ich, ne? Wird mir natürlich nicht angezeigt, auf, wenn ich schleiche. Oh, diese mit dem L-Shift-Atem anhalten. Ah, oh Gott, sorry, aber das muss ich nochmal ändern. Das ist auch so eine mittelschwere Katastrophe. Feuermodus ändern, zielen, Atem anhalten. Hätte ich gerne auf Alternativ. Okay, let's go. Jetzt wird geschnipt. Oder nicht? Ja, war das schlau, aus den Garagen raus ranzugehen? Sind wir unerkannt? Sind wir unerkannt geblieben? Ah. Glück gehabt, Kumpel. Jetzt weiß ich, warum das bei den Leuten im Trailer so eigenartig aussah. Da ist ein Rückschlag hinter. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn man hier auf Einzelschuss bleibt. Auch wenn es sich komisch anfühlt. So, jetzt gibt es erstmal was zum Naschen oben drauf. Wie das so ein bisschen wippt, als ob das so Fleischpudding ist. Aber mal schön hingesetzt da, den Burschen. Okay. Lasst uns mal die Dudes checken. Rot. Ja, die Schrotflinte, die ist eigentlich gar nicht so schlecht. Also es ist halt angenehmer, wenn man nicht nur zwei Schuss hat. Völlig logisch. Und ich war einfach bloß nochmal zurück, ich glaube ganz in dem Anfängerdorf, ganz zu Anfang, wo wir dem ersten Typen geholfen haben. Und irgendwie hat das Spiel die Angewohnheit, achso, nee, will ich gar nicht. Zwischendurch einen einfach Gegner so mitten in die Fresse zu werfen. Ich hatte schon gegen Banditen gekämpft. War ein Auftrag von dem Barmenschen.
Boah. Für 600 Kronen oder was? Und dann kam die aber immer einfach aus dem Nichts. Ja, die mussten dann natürlich auch sterben. Und die haben alle genau diese Flinte dabei gehabt. Da habe ich einen Teil verkauft für uns. Und die beste habe ich behalten. So. Das erklärt die aktuelle Schrotflinten-Situation. Guck mal, der hat seine Arcana sauber abgelegt. Netter Dude. Und eine Sache war noch ein bisschen komisch. Ich wusste ja nicht, dass wir die eine Quest noch abgeben mussten, für den, wo wir den Monolith gekillt haben. Ich dachte, das ist dann so erledigt. Und dann konnte ich die auch noch abgeben bei dem Mechaniker, war das. Und der hat sich gefreut, dass wir das erfüllt haben. Und beide dann zu mir aber, er fand es jetzt nicht so geil, dass wir kooperiert haben mit dem Monolith. Und ich dachte mir, das Einzige, was mit dem Monolith kooperiert hat, war meine Kugel, Alter, die ich ihm zwischen die Augen geballert habe. Also, da hat schon wieder irgendwas nicht hingehauen. Aber sei es drum, es hatte jetzt, glaube ich, nicht wirklich negative Konsequenzen, außer dass er das halt mal erwähnt hat. Wo lasst ihr denn immer eure Waffen hinfallen, wenn ihr erschossen werdet? Oh, haben wir hier noch andere Munition? Geil. Natürlich perfekt, ja. Die findest du jetzt noch nicht so oft. Die 45er. Ach, ist das schön, dass die Schränke auch wieder da sind. Die hätten nicht fehlen dürfen. Dafür darf ich keine Mutanten looten. Das fehlt. Das werde ich jetzt jede Folge erwähnen, bis das nachgepatcht ist. Schick dir eine Voicemail per WhatsApp. Direkt Kontakt. Ich liebe Emaillebecher. Ich finde das so cool. Da genieße ich auch jeden Morgen meinen Kaffee draus. Nur mal so. Einfach. Ja, Mann, kannst du mal den roten explosiven Benzinkanister da hinten in den Yang stellen? Das, falls wir angegriffen werden, der auch eine Chance hat, da irgendwas wegzusprengen? Haben wir den auch erwischt hier? Die haben wir ja nicht geschossen. Das sind doch schon wieder Fremdlinge. Na, Sperrmüll angemeldet hier. Halten. Den kannst du nur mitnehmen. So, machen wir auf hier. Was soll das jetzt? Ende der Zone oder was? Guck mal, hier hat einer Bandagen zum Trocknen auf die Heizkörper gepackt. Meine liebsten Bandagen, schön trocken und steril. Okay, in die Ordnung. Also darf ich hier vermutlich noch gar nicht weg, weil es vielleicht auch in ein anderes Zonengebiet führt, oder? Ruhige Zone, Ende. Ich darf hier noch nicht raus. Ist ja vielleicht auch so ein bisschen meine Hoffnung, dass wir dann Skills bekommen, wie das heute vermutet hat, wenn wir vielleicht... Ich sehe halt nichts. Wie früher. Nimm das. Aha. Ja, einfach wieder Gegner hier. Das ist angenehm. Hier sind wir ganz gut sicher. Jetzt wird es langsam eng mit den Medkits. Es geht einfach viel zu schnell. Ich kann ja auch mal noch mit Skiffs-Pistole schießen. Die darf ich nicht ablegen. Dafür haben wir Moon. Oh, fuck, fuck, fuck. Ja, Assay macht er ja.
Okay, ist erklärt. Erstmal eine Dose. Aber nur die zwei besten Stücken. Ich bin ein wählerischer Stalker. Okay, ja, das war halt eine schöne Vorführung gerade von dem, was ich meinte. Obwohl, wir haben noch Medikits in der Basis. Also wir müssen uns jetzt gar nicht so heftig einen Bremsstreifen in die Schlüpper kloppen. Ich habe ein bisschen was zur Seite gelegt. So, also fällt die Sache hier flach. Komische Nebenquest. Weil ich darf ja hier anscheinend nicht raus. So, was haben wir denn? Mach das mal weg hier. Was ist das hier? Ah, das können wir noch machen, ja genau. Und dann müssen wir sowieso, glaube ich, mit Dings sprechen erstmal, mit Schärfe. Also geht es jetzt einmal zurück zum Lager. Bei Nacht natürlich. Und dann muss ich mir mal, das habe ich leider in die Kiste gepackt, weil ich dachte, wir nutzen die Pistole nicht mehr. Aber zwischendurch vielleicht doch noch ganz brauchbar. Müssen wir wieder die Magazinerweiterung und den Schalldämpfer daran basteln. Sieht auch interessant aus hier. Oh, schon wieder irgendwelche. Dämlichen Köder hier unten. Ist ja gemein. Oh, Alter, ich war ja nur richtig weit weg. Ich war ja fast noch in einem anderen Zonengebiet. Also zwei von den vier Toten, die wir jetzt haben, die sind so richtiger Schund gewesen. Aber ich möchte gar nicht wissen, was da am Ende unseres Playthroughs auf dem Counter steht. Ist das denn hier? Gibt es hier eine Warnung von dieser Anomalie? Ich denke, ich kann da ein bisschen eiern. Weil einen Schalldämpfer möchte ich für die gar nicht haben. Wir müssen aufpassen. Hier ist irgendwo eine. Da ist er. Anomaly on the way. Dann können wir unseren Anzug noch verkaufen? Und dann haben wir wieder ein paar Dollars. Ihr habt auch einen Popjob hier, ne? Ich hab richtig Bock, an einer Feuertonne im offenen Gelände im Regen zu stehen. Da müsste mein Arsch ein Leierkasten sein. Oh. Let's talk about the Situation hier draußen. Chef, wir müssen talken. Und so, Schlüssel empfangen. Dann müssen wir zum... Wo wäre das denn? 17 Meter hier? Aber das ist ja die Quest, die ich nicht annehmen will. Der Kompass, der macht mich verrückt. Ah, okay. Особливі найменше порушення.
Ну, хоч хтось пристойний. Ради бачити. Okay, er war's nicht. Möchte ich jetzt noch was umbauen? Aktuell nicht so richtig. Щаститам! Тому право на свободу пересування я вам повідомляю. Але й вимоги тепер до вас особливі. Найменше порушення і карантином ви вже не обмежитеся. Скіфе, Лін заказав, я винен тобі. А, квач. Дякую, що врятував. Якби не ти з хлопцями, той монолітівець мене просто там у жертву зоні приніс. Або на зомбака перетворив. Повна жесть. Давай скину тобі координати схрону. Як вдячність. Сам я за схроном ще не скоро піду. А тобі може стати в пригоді. Батя, прийом. Це Малер. Зото, виявляється, не збрехав. На КПП схід чисто. Тому я буду рухатися в бік кордону, нарешті. А звідти вже на затон до Бороди. Сподіваюся, його там ще не втопили в болоті. Усе, відбій. Waren wir da nicht gerade? Ach nee, wir waren hier drüben, ne? Hier unten. Ich darf jetzt die Karte nicht bewegen, ich hab gerade Verbot. Sorry, Leute. So, aber ich sollte doch hier irgendwie noch was mitbringen. Warte, der Händler? Ist die Sachen immer so schnell. Ja, Hamster. Ich bring Dinge. Elektronisches Halsband, genau so. Ходять чутки. Ти скуповуєш такі нашийники. А де Соловей? Чого сам не прийшов? На рестур. Він загинув. О, доспівався. Так і знав, що його колись грохнуть. О, так що там по нашийниках? Ja, ich genau. Ein Halsband war noch von einem Blutsauger, das wusste Nachtigall nicht und der hat ihn dann umgelegt. Er hat gedacht, er jagt Hunde. Один з них я знайшов на кровососі. Хм? І що? Надбавку хочеш, так? Зрозумів. Ну гаразд буде тобі. А можеш щось розповісти про того, хто купує ці нашийники? Знайомий вчений. Йому з промзони пертися сюди западло, от і попросив про послугу. А що, йому нашийники, сталкерам робота, а мені відсоток. Все чесно. Ось, що маю. Добре, зараз перешлю купони. 600 марків. Ей, das... Ich weiß nicht, man. Das ist halt so ein harter Bruch fürs Gameplay auch. Weißt du? Du knallst einen Arsch voll Mutanten ab. Davon richtig schwere Jungs halt, ne? Und die Teile dafür würdest du richtig Asche bekommen. Und das fällt einfach weg, weil du die nicht plündern kannst. Ich weiß nicht, dass da keiner dran gedacht hat. Dann sammeln wir jetzt ein Versteck ein und dann gehen wir zur Hauptmission rüber. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mich das ärgert, weil ich finde das. Das wirkt auf mich so vergessen, weißt du? Aber das kann man nicht vergessen. Das geht gar nicht. Das erstmal ist es in Anbeginn der Zeit Teil der Zone. Und dann hat das ja. Ist das ein wichtiger Gameplay-Aspekt so. Also, ich habe mir immer meine Asche durch Mutantenjagd verdient. Also so einen großen Teil davon. Und das ist auch eine Sache, die mit am meisten Spaß macht, finde ich, an den Stalker-Spielen. Dass du ein geiler Mutantenjäger bist, der einfach weiß, worauf er sich einlässt und dann die fette Beute wegbringt oder hinbringt halt, ne? Keine Ahnung, das also ich weiß nicht, wie ich das verarbeiten soll, ne? Ich weiß nicht, ob mir da irgendeine Betreuung zusteht in dem Punkt. Müsste eigentlich. Oh. PDA eines Grünschnabels. Warum lässt er das hier liegen? Я на залізце пізніше підтягнувся. Дух переведу. Здається, тут хтось є. Наче пішов. Монолітівець! Тихше.
Не бійся. А, der 9. war hier. Ach krass, das ist der Monolith, der den anderen angegriffen hat da. Der uns gerade die Versteckkoordinaten gegeben hat. Guck mal, da oben ist eine Tasche. Oh, mit einer Anomalie. Die darf hier nicht fehlen, du. Oh, jetzt hast du weggesprungen. Nein! Was wart ihr denn für Atzen? So ein Lappen. So, ich wie Batman mit meinem Mantel hier gerade gelandet bin. Meine Fresse, also. Bei dem, was ihr bei hatte, wärt ihr sowieso irgendwann gestorben. Aber wieder gut groß. So heißt der Ort. Gut groß. Hallo? Sind hier feindliche Stalker oder Mutanten? Also ruhig. Können wir entspannt drüber stapfen. Ey, warte, nee, ich brauche jetzt hier meine Long Range AK. Taktische Pistole. Wo kommt er denn jetzt her? Walter, bau den da an. Tu Dinge. Geht nur da unten. Ist jetzt bloß Quatsch, weil. Ich habe jetzt natürlich auch vergessen, das Ding mitzunehmen. Für unsere. Komische russische Pistole, was auch immer für ein Modell das ist. Also irgendwas. Das ist ein bisschen zu. Zu leise, oder? Wir ballern hier rum, ey. Oh, endlich mal ein bisschen Munition. Die habe ich jetzt natürlich zu Hause gelassen. Unsere MP5. Wird das gerade ein bisschen hell, das wird mich enorm heitern. Ich hoffe, ihr habt auch wieder so ein Kisten-Achievement. Und ich würde auch gerne ein bisschen craften können. Ich bin jetzt keiner von den Leuten, die sagen, Crafting gehört überall drin. Aber ich finde, hier passt es rein. Das hat bei Gamma, finde ich, auch richtig Sinn gemacht. Es geht ja nicht zu weit, ne? Nur um so ein bisschen Munition selbst herstellen und so kleine Gadgets. Das fand ich schon sehr, sehr geil. Und Spaß halt, diese richtig, also ne, die Kohle einfach um diese Detektoren und sowas zu kaufen. Wenn du halt fleißig sammelst.
Mir hat mal Spaß gemacht. Von diesem Rufsystem, was sie da angekündigt haben, habe ich auch noch keine Spur gemerkt. Ah, das ist bestimmt da oben das Versteck. Wie riesig das hier ist. Wie kommt man denn da hoch? Aber da sind Treppen. Bisschen Schiss hier. Da steht auf jeden Fall ein Radio da hinten. Hört sich auch an wie früher. Da steht die Tasche. Ei. Guck mal, da hinten sind Stalker jetzt. Da ist auch wieder Söldner oder sowas. Aber ich fange jetzt hier keinen Streit an. Oh, und weg. Okay. Dann hat sich das erledigt. Wie, jetzt gibt's hier Leute? Da steht ein Stalker. Oh, das sind doch gar nicht so wenig. Ich hänge genau zwischen den Dingern. Ich will eigentlich nicht, dass die so... Alter. Wie kann man denn so genau eine Granate werfen? Das ist ja unmöglich. Ich brauche eine bessere Position. Oh. Bauer links von uns. Ich bin gesehen. Alle befriedet. Oh nein. Kleine Kacki-Banditen hier. Aber die waren vorher nicht da. Hoffen, dass die Söldner jetzt hier nicht noch aufgekommen sind aufs Gelände. Sieht nicht so aus. Oh, 45. Ah, das war gut.
Hier gibt es noch ein Versteck. Ludicus. Meine Frau kommt. Darf ich nicht verraten, dass du da bist? Bist du in geheimer Mission? Was ist das hier für eine Hütte? Also die ist voll cool. Außer, dass es hier ein bisschen reintropft vielleicht. Oh, Mist. Hat aber schön einer seine Banditenjacke zusammengelegt. Ach, fuck. Ist ja kein Wunder, dass ich überladen bin. Ich habe vergessen, den anderen Anzug auch zu verkaufen. Warum passiert mir das denn in diesem Spiel so krass? Natürlich totaler Schmutz, genau. Banditenjacke mit einem Wert von 17.000. Alter, die ist ja viel besser noch. Oder was? Militärische Panzerweste. Ja, ich meine, die anderen Schutzsachen, die sind mir ehrlich gesagt egal. Strahlungsschutz ist wichtig und Verletzungsschutz. Das wird hier erstmal saftig getauscht, Freunde. Weil ist die weniger wert. Das sind aber schon erhebliche Unterschiede hier. Ah, das regt mich jetzt ein bisschen auf, ne? Ich das immer verschlampe, dann bin ich immer ständig überladen. Es geht mir aber die ganze Zeit so. Ich weiß nicht, woran das liegt. Normalerweise ist man das ja so gewohnt. Du gehst an einen Ort, gibst Quests ab, handelst, tralala. Ja. So. Jetzt geht's rüber zum Hauptjob. Oh, das sind doch jetzt Kollegen hier, ne? Ich denke schon. Na, wir haben jetzt einen guten Strahlungsschutz. Ich denke immer, hier kommt gleich ein Truck angefahren oder so. Das hört sich immer so eigenartig an. Ich kann mittlerweile auch eine eigene Praxis aufmachen. Warum ist hier eigentlich gefühlt rund um die Uhr immer schlechtes Wetter? Das ist nicht gut, Leute.
Чуп-чуп-чуп-чуп. Das Ding ist echt ungenau. Потрібне укриття. Прикри. Alter. Okay, wir sind schon mal dran. Belohnungswurst. Speichern darf ich gar nicht. Alter, Freunde. Der hat sich selbst umgebracht gerade mit seiner Granate. Alter. Ey, also zwischendurch. Dacht man sich echt, was mit den Jungs da komisch ist, ne? Also. Einer verschanzt sich da oben. Oh, der ist immer hochgeholt. Hier fehlt auch eine Schnelltaste für Granaten, finde ich. Oh, Alter! Ey, ich weiß nicht. Die machen auch keine Geräusche beim Laufen, gar nicht. Aber anscheinend haben Soldaten jetzt auch Schwänze, die irgendwo gegenschlackern können. Hey. Also die Sounds bei diesen Sachen, die sind schon geil.
Wurst. Guck mal, da kriegen wir nochmal die Magazinerweiterung. Können wir doch ein bisschen was machen hier. Da, 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 da. Zack. Da nicht. 13 Schuss. Also die funktioniert echt gut, die Pistole, muss ich sagen. Solange du Headshots machst, und das geht mit der Pistole eigentlich recht gut. Hast du da ein solides Mittel? So, das Gute ist, dass ich natürlich auch schon wieder vergessen habe, was hier mein Auftrag ist. Aber wir sind ja auch noch nicht ganz da. Солдафони тільки вміють, що стволами перед обличчям вимахувати. А як тільки мутанти на горизонті з'являться, то біжи їх шукай. Зоною ходиш, сраку в аномалії та лігва пхаєш, а зароблені, зрештою, доводиться бандитам в камуфляжі віддавати. Я, дякую. Jetzt können wir hier die ruhige Zone verlassen. Ah, ist ja, wir müssen durch das Fenster. Das soll es hier gewesen sein. Bin ich denn schon bereit, die ruhige Zone zu verlassen? Oh Junge, komm. Na klar. Ist bestimmt auch Spaß hier. Oh, das sieht ja noch richtig intakt aus. Und jetzt so. Ah, deswegen. Gemütlich. Ist doch schade, dass man eigentlich nur in der Basis schlafen kann. Ich habe bisher noch kein anderes Bett gefunden, wo man einfach mal die Nacht verbringen kann. Na gut, ich meine, zu entdecken gibt es echt viel, aber will ich jetzt in diesen ganzen kleinen Anlagen wieder weiter Verbände aufsammeln und so einen Schnickschnack? Jetzt eigentlich nicht so scharf drauf. Oh.
Boah, niemals! Ey, vergiss es! Vergiss es! 10 Kilometer! Sama! Das ist ein Scheiß hier schon wieder, Junge. Du musst doch nicht rennen. Er kann nur den ganzen Tag hier drücken. Es ist ihm scheißegal, Alter. Mann, am besten man verreckt hier ständig durch so einen Mist, Alter. Er rennt. Also. Ja. Fick dir, du Affenzwilling, Alter. Ja, ja, deine Mutter. So ein Bullshit, Junge. Echt. Also, ich hatte eben vorher nicht volle Ausdauer. Und er macht nichts. Er macht einfach nur nichts. Clown, Junge. Ja, da könnte ich schon wieder. Nee, ist gut. Es, Alter, es ist so hirnverbrannt dumm. Wer setzt denn so eine Punkte, Mann? Und dann werden auch wieder einfach da irgendwelche Affen hingesetzt. Ah, nee, ey, okay. Wie kann man denn hier ersaufen, Alter? Ich weiß auch gar nicht, ob ich hierher will jetzt. Ich habe jetzt keinen Bock zurückzulaufen. Mit Übergewicht. Jetzt habe ich das Versteck da liegen lassen. Ich habe auch noch nirgends bisher einen Guide getroffen, wo ich jetzt mich irgendwie hätte irgendwo hinbringen können. Habe ich noch nicht. Ich hätte einfach nur gerne wen zum Handeln.
schöne Location hier. Das ist von The Walking Dead. Das Marschierkern. Ich weiß schon wieder nicht, was ich mache. Ich weiß nicht mal, warum ich hier bin. Ja, ich weiß, Gefangenenlager, aber warum? Warum bin ich hier? Ja, Nestor, genau. Na geil, ja. Oh, das ist nicht dein Ernst. Leute, wir machen hier eine Pause. Muss mir erstmal sammeln. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Stalker 2. Heart of Chernobyl wieder. Haut rein, schönen Abend. Macht nicht so dolle. Passt auf euch auf.